For 65 years, I have ruled this empire. Generals and kings have knelt at my command. But a darkness comes. The blood tide rises. These are the closing days of the Third Era. And the final hours of my life. Close shut the jaws of oblivion. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir sind aus den Katakomben rausgekommen. Und ja, hier befinden sich unsere Ritter. Und sprechen wir mit ihnen und sagen ihnen, was mit Helgaf und Pelagius geschehen ist. Meister, ihr seid zurück. Wo sind Pelagius und Helgard? Ja, wo sind die beiden? Wir müssen doch auf ihren Dickkopf anstoßen. Pelagius hat uns verraten. Er hat Helgaf getötet. Helgard ist tot? Damit ist ein edler Krieger gefallen. Das ist ein harter Schlag. Ich wusste, dass man diesem untoten Pakt nicht trauen kann. Und nun? Was tun wir jetzt? Konntet ihr zumindest die Klinge bergen? Ihr habt das Schwert. Es ist wunderschön. Das Schwert. Wie soll uns das zum neuen Kaiser führen? Lasst es uns einfach in einen Felsen rammen und derjenige, der es wieder herausziehen kann, wird unser neuer Kaiser sein. Spart euch euren Unsinn für euresgleichen auf, Nordmann. Tirfings Knauf ist der Schlüssel. Damit können die Drachenfeuer entzündet werden. Aber das würde bedeuten... Das ist nicht euer Ernst. Ja. Wovon redet ihr da? Benutzt euren Kopf, Grobian. Wem gehörte das Amulett, mit dem sich die Drachenfeuer entzünden lassen? Der Gräfin. Der Gräfin. Bei Iskramor. Die Blutlinie der Carvines könnte das neue Kaisergeschlecht begründen. Und was ist mit dem Spinnendädra? Glaubt ihr, Mephala wird einfach zusehen, während wir Tyrfing in unserem Besitz haben? So sieht's aus. Der wird nicht in seinem Netz hocken bleiben für die nächsten 100 Jahre. Die Gräfin muss die Drachenfeuer entzünden. Das ist im Augenblick das Wichtigste. Damit wird sie offiziell Kaiserin von Tamriel sein. Und der Herr des Kriechgetiers wird sich rächen. Habt ihr das schon vergessen? Das letzte Mal hat er den gesamten Orden ausgelöscht. Was ist, wenn er sich diesmal Kaiserstadt samt Weißgoldturm vornehmen wird? Damit wäre er ja nicht der erste Dädra. Der Grobian hat recht. Was meint ihr? Ihr werdet zur Kaiserstadt aufbrechen, während ich die Gräfin in Bruma aufsuche. Wahnsinn! So soll es sein. Bei den Neuen, wir brechen sofort auf. Ihr auch, Thoralf? Natürlich, ich auch. Gut, und ich habe schon ein Safe erstellt in der Kapelle von Bruma, wo sich die Gräfin befindet. Gräfin Narina Carvine widmet sich dem Gebet. Bitte stört sie nur, wenn es wirklich wichtig ist. Es ist wirklich wichtig. Ihr seid zurück. Gut. Ihr habt das Reich vor einem... Damit solltet ihr noch warten. Sprecht frei heraus, Meister des Drachenordens. Nun, ja... Oh, diese Verlegenheit steht euch nicht gut zu Gesicht, Meister. Es hat etwas mit Pelagius zu tun, nicht wahr? Wie kommt ihr darauf? Ich traue ihm nicht weniger als ihr. Ah ja... Ich weiß, was euch beschäftigt. Schließlich war ich diejenige, die den Rat überzeugen wollte, Pelagius zu vertrauen. Aber wir brauchten ihn, Drachenritter. Ohne Pelagius hätte es das Reich noch schlimmer treffen können. Ich muss euch nicht lehren, wie in der Politik gefochten wird, Meister.
Es gibt keinen Unterschied zwischen ihr und dem Krieg. Manchmal kämpft man mit dem Schwert und manchmal mit einem Dolch in der Hinterhand. Aber sagt, wie ist Pelagius uns in den Rücken gefallen? Sprecht! Helgard ist tot. Helgard? Das ist ein... Wie ist es passiert? Hinterrücks, mit einem Zauber. Das... natürlich. Anders wäre Helgard nicht gefallen. Es tut mir leid, Gräfin. Ich danke euch für euer Mitgefühl, Drachenritter. Ihr wart ihm ein guter Freund. Einst sagte er, euch an seiner Seite zu wissen, sei mehr gewesen, als er verdient habe. Pelagius hat dafür büßen müssen. Das hat er, Meister des Drachenordens. Aber er war ein mächtiger Verbündeter und wäre ein noch mächtigerer Feind gewesen. Es ist gut, dass ihr ihn überwinden konntet. Habt ihr Türfing gewinnen können? Ja, dank eures Steins. Das ist gut. Es wird uns zum neuen Kaiser führen, obwohl mir noch nicht ganz klar scheint, wie das geschehen soll. Aber ich denke, auch das wird die Zeit uns zeigen. Nun, um ehrlich zu sein... Ehrlich? So ist es, Euer Majestät. Majestät? Redet keinen Unsinn. Wieso sollte gerade ich... Euer Stein entzündet die Feuer. Ach, das ist ausgeschlossen. Ich kann nicht Kaiserin sein. Ich habe Verpflichtungen. Denkt nur an Buma, die Grafschaft, die Stadt, ihre Bewohner, das Schloss, die Bediensteten... Das Reich braucht euch, Majestät. Ihr kamt einmal mit besserer Kunde nach Bruma, Meister Cyrodiils. Bei Talos, was soll ich nur tun? Talos hätte wohl nicht gezögert. Ich kann das nicht. Erst Helgard und jetzt sowas? Erst stoßt ihr mir einen Dolch ins Herz und dann setzt ihr mir eine Krone auf, Drachenritter. Zur Kaiserin wird man geboren und nicht gekrönt. Taten sind wichtig, nicht Herkunft. Das Schicksal hat euch erwählt. Oh, ihr spricht von Schicksal. Habt ihr neuerdings auch die Politik zu eurem Schlachtfeld erwählt? Dann sprechen wir von Pflicht. Die Pflicht, etwas zu sein, was ich nicht bin? Die Pflicht dem Reich gegenüber. Ihr Tyrfings Stein geben. Der Stein? Kann er wirklich die Drachenfeuer entzünden? Gut. Lasst uns gehen. Wir müssen zum Tempel des Einen. Bah. Gut, los geht's. Oh, ich Depp hab wahrscheinlich wieder die Musik ausgemacht. Ja. War es schön still während der Unterhaltung. Schadet auch nicht. So, ihr wundert euch bestimmt, warum es hier anders aussieht. Das Problem ist, sie geht jetzt hinten in einen Ort, eine Falltür, die es nur in dem alten Ding gibt. Alten Bruma. Deswegen musste ich die Mod abstellen. Die Städte verbessert, damit sie überhaupt dorthin gehen kann. Weil im Vergleich, also in Corolla habe ich das ja auch mal gemacht, da musste ich ja die Mod nicht deaktivieren, weil ich einfach hinlaufen konnte. Sie ist dann auch durch die Tür in die andere Welt gegangen, hat aber dann sich dort festgebackt und ging nicht weiter. Das ist die einzige Möglichkeit, da wirklich die Mod zu deinstallieren. Und ich werde sie, wenn ich die Quest beendet habe, oder einfach sofort nach der Folge, die Mod wieder aktivieren.
an, dass im Grunde genommen der Keller der Magiergilde noch intakt ist. Weil die Magiergilde selber ja in der Magiergilde-Questreihe abgebrannt wurde. Naja. Geht voran, Drachenritter. Okay. Auf in die Kaiserstadt. Seltsamerweise sind wir einfach hier an der Tür. Wir haben euch erwartet, Majestät. Meister? Wir freuen uns, euch wohlbehalten hier zu sehen, Majestät. Ich danke euch. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für mich. In der Stadt ist nichts Auffälliges vorge... Oh oh. Ein Sandsturm. Ich ahne Schlimmes. Verflucht! Meister, ihr solltet so schnell wie möglich in den Tempel und die Drachenfeuer entzünden. Zorla hat recht. Wir kümmern uns. Das hier draußen. Was? Was auch immer da jetzt umkommen mag. Gut. Oh, ich hab da gerade was Eckiges gesehen. Danke, rein. Vollbracht. Die Drachenfeuer sind entzündet. Heil Kaiserin Narina Karwein. Ich danke euch, Drachenritter, für alles, was ihr für das Reich getan habt. Und was ihr für mich getan habt. Es soll euch nie vergessen. Euer Volk ruft euch, Kaiserin. Ja, wir sollten hinausgehen. Thank you.
Als die Drachenfeuer entzündet waren, setzte der Ältestenrat der Kaiserin die rote Drachenkrone auf. Kaiserin Narina Karwein! Heil! Niemand dachte an die Teilung Heil! Des Reichs, an seinen Zerfall. Heil! Obwohl nicht alle der edlen und hohen Herren und Damen zweifelsfrei der Kaiserin die Treue schworen. Sie sollte es nicht leicht haben, ihren Thron zu halten. Aber die Gräfinnen und Grafen waren auf die Treue ihrer Hoheitsverbündeten angewiesen. Euer Mann. Ja, So. Was? So, Attacke? Geht's noch? Altes Zöllner sein. Mich erreichte ein Sendeschreiben vom Ältestenrat. Man teilte mir mit, dass man die Möglichkeit eingreift, die alte Festung des Ordens des Drachen wiederherzustellen. Muss dann zu lediglich 30.000 Beutel lehnen und das Botenpult in der Empfangshalle des Ordenshauses hinterlegen. In das Botenpult. Was ist denn mit Botenpult gemeint? Da meinen sie Außenposten. Aber Außenposten ist ja nicht die alte Festung wiederherstellen. Botenpult. Schmuckkiste ist es nicht. Jetzt kann ich jederzeit in Mephalas Reich. Auch eine nette Sache. Hier. Und jetzt? Oh. Auf ein Wort, Drachen. Wie steht es um das Reich? Der Graufuchs, ich bin, Vakano ist tot, Ritter des Weißen Zänkte. Da kann man... Wirklich? Aha. Interessant. Habt ihr... gut. Dann ja, ich brauche eure Hilfe eh nicht mehr. Ja, und die, Ihr seid unser fähigster Ritter. Oh, das ist aber nett gesagt. Aber jetzt... Alsbald beginnen. Soll ich jetzt einfach mal warten? Es hat über 6 Uhr abends. Ich leg mich mal eine Runde aufs Ohr. Es ist eine wundersame Begegnung. Ja, viel kann ich jetzt nicht mehr machen, denn eigentlich will ich gern erst nächste Folge mit dem Update beginnen. Mit der nächsten Mod beginnen. Schon mal gesagt, es wird ein Dungeon sein. Und das sind Rätsel so ähnlich wie die Dungeon hier. Heißt, da würde ich mir lieber vorher eine Lösung holen oder wenigstens wissen, welche Ebene ich wie viele Sachen machen muss. Naja, jedenfalls mich ein bisschen informieren, bevor ich da blind reinstopp. Und ja,
Außerdem würde ich ungern jetzt hier in der Mitte anreißen und dann wieder starten. Genau. Ja, zu Ordensburg müsste ich jetzt, oder wie? Alters soll neu sein. Warten wir mal. 4 Stunden. Was ein bisschen Tag ist. Ha! Hallo. Jetzt ist die Frage, muss ich einfach nur tagelang warten? Oder muss ich einfach nur zur Ordensfestung? Es soll neu sein. Ich grüße euch. Ja, ja. Es ist anscheinend ganz einfach. Ich hoffe, es lohnt sich. Problem, unser Pferd ist nicht da. Das heißt, wir dürfen wieder zu Fuß laufen, würde ich sagen. Ich habe noch 10 Minuten ungefähr. Wer greift mich an? Wahrscheinlich irgendwelche Fische da unten. Oh fuck, die brauchen wir gar nicht. Ich könnte natürlich jetzt einen Cut machen und dann nachschauen, aber ich glaube, ich würde dann eher die Quest abbrechen oder schon abschließen. Wie geht es euch? Bevor ich jetzt da ewig rumtue. Wer weiß, wie viele Beutel ich noch zahlen muss, um die Quest abzuschließen. Wieder ein bisschen Zeit ziehen. Ich könnte natürlich auch jetzt einfach die Folge beenden. Ich wüsste was. Ich mache das jetzt so, speichere ab. Und gehe auf meinen Desktop. So, File, Data, Löffeln und Orden des Drachen. Okay. Continue. Jetzt müssen wir wieder warten. So, Gameplay, nein, Charakter, Quests, Bu wie Orden des Drachen und dann Altes soll neu, Altes, dun. Altes soll neu sein. Ah, okay. Das war's. Schließen. Wie schön, euch zu sehen. Mit anderen Worten, wahrscheinlich reicht's einfach. Einfach nur warten. Das ist jetzt mein. Wo warte ich dann am besten? In der Burg selber?
wäre so ein Bett nicht schlecht, für dem ich dann warte und schlafe, warte und schlafe und warte und schlafe. Moment, war hier nicht... Ah genau, in Flockbierquell, wo die ganzen Unsichtbaren waren, da konnten wir ohne Probleme... Also da dürfen wir sogar gratis die Herberge betreten, als wir den Fluch gelöst haben. Können wir das dann machen? Gibt es irgendwas zu reparieren? Nein, weil ich angegriffen werde von einem Wolf. So, jetzt geht's auch was zu reparieren. Ah, da beginnt schon der Zaun. Da ist es. Ja. Gut, dann machen wir das mal. 5 Minuten auf die Zeit. Ist das Sekundus? Sieht fast so aus, oder? Hier. Masse müsste größer sein. Könnte natürlich Masse sein. Aber ist ja wurscht. Jetzt gehen wir mal in die Herberge. Was? Entschuldigung. Verschwindet. Ah, der. Okay. Ich kann einfach. Wiedersehen. Hochgehen. Schlafen. Gut. 12 Stunden. Nummer 14. Und die klassischen 9 Stunden schlafen. Ach ja. Am Ende musste ich bloß zu Ordensburg hingehen. Naja, 9 Stunden, 24 minus 9 sind 15. Also 15 Stunden, ups, abbrechen. Nicht schlafen, sondern warten. 15 Stunden warten, 9 Stunden schlafen. Keine Ahnung, warum ich da so pingelig bin. Ist ja wurscht. Ausbau Ordensburg, vielleicht hilft das. Ach, ist das herrlich. Wisst ihr was, bevor ich da ewig rumwarte, sage ich einfach, also so allgemein ist es schon logisch, dass wir jetzt sagen wir, also 22 ist jetzt 4 Tage später, und dann würde ich sagen, mache ich nochmal 3 wochentagmäßig, Dienstag, Mist. Ach komm, warten wir noch, ich warte noch eine Woche. Und dann beende ich die Folge, genau. Ja, also noch eine Woche schnell. Also, 3... Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Gut, wir haben sozusagen jetzt 4 Tage in Ding verbracht, in der Ordensburg. Und haben dann den Auftrag bekommen, nicht in Ordensburg, im Ordenshaus. Und haben dann den Auftrag bekommen, Targets.
Hoppala. Dann den Auftrag bekommen, nach Umar zu gehen, weil die Gräfin uns ein Geschenk geben muss. Warum das? Nun, die nächste Mod beginnt, indem man ein Buch in den Gemächern von Umar liest. Und ja, macht so wirklich nicht irgendwie Sinn. Ja, mit anderen Worten, ich beende die Folge und wir sehen uns das nächste Mal in Umar wieder, wenn ich das Buch lesen will. Also, nächste Folge, neue Mod, neues Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!